Bruno Sönl hat ein unglaublich großes Portfolio, deswegen werde ich jetzt auch auf meinem Kanal 5 Uhren von Bruno Sönl vorstellen. Ich beginne mit einer Uhr, die ich richtig, richtig klasse finde, auch wenn ich den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag für diese Uhr hätte. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute geht es um den Regulator Automatik von Bruno Sönl, eine Uhr, die ich aus mehrfacher Hinsicht sehr schön und gut finde und die kommt mir auch sehr entgegen, weil sie vieles richtig macht, was mich bei anderen Regulatoren etwas stört. Und das möchte ich euch heute ein kleines bisschen näher bringen, denn ich finde, die Uhr hat mehr Aufmerksamkeit verdient, als sie vielleicht in der Vergangenheit gehabt hat. Bruno Sönl hat mir alle Uhren, die ich vorstelle, in der Verkaufsverpackung geschickt. Ich werde bei einigen Videos so eine Art Unboxing machen, aber natürlich nicht bei allen, weil das Unboxing ist dann natürlich überall gleich. Und wie ihr sehen könnt, wurden die Uhren auch komplett verklebt geschickt. Das heißt, ich muss die Folien abmachen, um euch die Uhren dann so zeigen zu können, wie die Uhren es verdienen. Ein Sichtboden, das habt ihr schon gesehen, zeigt ein schönes Werk. Die Werke sind übrigens alle verziert. Auch die Quarzwerke, wie ihr in den anderen Videos eventuell sehen könnt. Übrigens, wenn es ein kleines bisschen rauscht, da habe ich einen Dyson-Ventilator laufen, weil ich ja sonst kaputt gehe. Ja, schauen wir uns die Uhr doch mal genauer an. Ein Regulator, das heißt, die Minute aus der Mitte, die Stunde in einem kleinen Hilfsziffernblatt hier auf 1 Uhr. Das Ganze in einem wunderschönen Blau mit Sonnenschliff. Wirklich eine Uhr, die außergewöhnlich ist. Später im Video komme ich nochmal auf ein paar Details, die ich persönlich mir wünschen würde, die anders wären. Wie zum Beispiel, um es einfach mal zu nennen, nicht die Position des Datums, sondern hier speziell die Ausrichtung des Datums. Oben der Schriftzug Bruno Sönl auf 10 Uhr ist waagerecht. Das Datum ist radial angeordnet. Wenn das Datum waagerecht über dem Schriftzug Regulator auf 4 Uhr stehen würde, würde ich das komplett ausgewogen finden. Dann würde mich auch die weiße Datumsscheibe nicht stören, weil auch die Schriftzüge weiß sind. Dann wäre das Ziffernblatt für mich nahezu perfekt. So empfinde ich das Datum als optisch auffälliger als notwendig. Was ich sehr schön an der Uhr finde, ist, dass die Beschriftungen auf der Stundenskala mit arabischen Ziffern ist. Oft ist es bei Regulatoren so, dass sie mit römischen Ziffern versehen sind. Und das persönlich mag ich nicht so gerne. Hier ist die Minutenskala auf dem Reo bzw. auf dem äußeren Ring des Ziffernblattes, sowohl wie die 12 und 6 Uhr Stundenmarkierungen auf dem Stundenzifferblatt als auch das Sekundenzifferblatt mit arabischen Schriftzeichen versehen. Und das finde ich richtig klasse. Das macht die Uhr in meinen Augen zu einem modernen Klassiker. Klassiker in dem Sinne, dass Regulatoren natürlich einen historischen Hintergrund haben als Zeitgeber für Großuhren. Und hier haben wir im Prinzip die Reminiszenz an die Geschichte des Regulators, aber sehr modern gemacht mit einem Sonnenschliff, wunderschönen Blau, wunderschönen Zeigern sowie eben den arabischen Ziffern, die ich sehr gerne mag. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm, insofern für mich wirklich gut tragbar, ist schlanke 12 mm dick, hat ein poliertes Gehäuse sowie einen Bandanstoß von 22 mm. Ich sehe gerade, auf dem Bruno Sönl Logo ist noch die Schutzfolie drauf am Armband. Auf der Front haben wir ein entspiegeltes Saphirglas und verbaut ist das BS509R, welches auf der Basis des SW200 von Bruno Sönl weiterentwickelt wurde, wie zum Beispiel der skelettierte Rotor. Die Uhr ist bis 5 bar wasserdicht und kostet
2150 Euro. Ah, ich muss noch eine Folie auf der Rückseite abmachen, sehe ich gerade. Nein, derzeit kann ich euch ja noch ein paar andere Sachen erzählen. Die Uhr wiegt 67 Gramm ohne Lederband und ist in meinen Augen einer der schönsten Regulatoren auf dem Markt, mit der Einschränkung der Position des Datums. Das würde ich, wenn es meine Uhr wäre, etwas anders machen. Aber ihr könnt sehen, der Rotor ist gemacht, die Brücken sind mit Bruno Söhnle signiert. Also schon ein wunderschönes Werk, nicht ganz von der Stange, sondern wirklich auch weiterentwickelt und von Bruno Söhnle entsprechend aufbereitet. Und an meinem Arm, ja, ich finde, sie macht sich wirklich gut. Eine sehr schöne Uhr. Mir gefällt auch die Kronenposition auf 4 Uhr. Das wiederum korrespondiert ganz schön mit dem Datum, würde aber auch sehr gut passen, wenn das Datum waagerecht angeordnet wäre und nicht radial. Na komm, ich messe doch nochmal den Horn-zu-Horn-Abstand nach. Denn sicher ist sicher, dann wissen wir es genau. Hier haben wir den Horn-zu-Horn-Abstand von 49,5 mm und damit passt die Uhr auch an mein 17,5 cm Handgelenk. Was ich auch sehr schön finde, ist der unterschiedliche Farbton des Stunden- und des Sekundenziffernblattes. Es ist nicht nur ein anderer Schliff, ich glaube auch, dass es ein etwas anderer Farbton ist. Je nachdem, wie man die Uhr bewegt, wirkt es gleich, aber es ist nicht hundertprozentig identisch und das finde ich sehr gut. Bei einem Regulator ist es nicht ganz so elementar, dass die Zeiger sich 150% überlappen. Das werden sie nämlich nicht tun hier bei dieser Uhr, weil die Zeiger eben auf unterschiedlichen Achsen laufen. Ich kriege die Fingernägel nicht unter die Krone. Das gibt's gar nicht. Ich habe mir die Fingernägel gemacht und jetzt kriege ich sie nicht unter die Krone. Das ist schon echt... Naja, es wird irgendwann, da haben wir es. So, und jetzt werden wir ganz kurz alles auf 12 Uhr setzen, um zu zeigen, dass die Zeiger auch ordentlich gesetzt sind. Dafür müssen wir dann natürlich den... Jetzt könnt ihr übrigens wunderschön sehen, wie die beiden Zeiger unterschiedlich laufen, wie der Stundenzeiger auf der 1 Uhr Position läuft, der Minutenzeiger aus dem Zentrum. Finde ich schon wirklich sehr, sehr interessant und eine ganz außergewöhnliche Zeitanzeige. Ich mag das sehr gerne, aber die intuitive Ablesung leidet natürlich ein kleines bisschen darunter. So, und jetzt zurück und ihr könnt sehen, dass die Zeiger für mich absolut in Ordnung gesetzt sind. Ich kann natürlich jetzt nicht das Überlappen der Zeiger prüfen, aber die Zeiger sind gut sauber gesetzt. Finde da überhaupt nichts dran auszusetzen. Jetzt stellen wir noch kurz die richtige Uhrzeit ein. Ich finde übrigens auch die Zeigerform richtig klasse. Was hier weiß wirkt, ist poliertes Metall und ist in meinen Augen zumindest so, wie ich die Uhr auf dem Tisch hatte und sie auch begutachten konnte, hervorragend ablesbar, egal unter welchen Lichtbedingungen. Wirklich richtig gut gemacht. Die Krone ist übrigens auch mit Bruno Söhnle signiert. Die Bandanstöße sind verschraubt und ich finde auch die geraden, etwas eckigen Bandanstöße passen sehr gut zum Gesamtstil der Uhr. Eine wirklich sehr schöne Uhr zu einem Preis, den ich persönlich als gerade noch fair empfinde. 2150 Euro ist natürlich eine Ansage. Dafür bekommt man hier ein sehr schön veredeltes Werk, ein außergewöhnliches Ziffernblatt und eine Uhr, die tatsächlich etwas aus dem üblichen Rahmen herausfällt. Und das ist wiederum immer etwas, was mir sehr gut gefällt. Leider ist die Uhr nur bis 5 bar wasserdicht. Es ist natürlich auch ein hundertprozentiger Dresser, da braucht man das vielleicht nicht, aber 10 bar hätte ich persönlich lieber gemocht.
Schauen wir doch mal, wie die Uhr bei Nacht aussieht. Ich habe hier alle Bruno Söhnle Uhren mal aufgereiht. Der Pfeil zeigt an, wo der Regulator liegt. Machen wir noch mal ein kleines bisschen Licht drauf, damit man auch alles gut und deutlich sieht. Und machen dann das Licht aus und wir sehen nichts, denn der Regulator hat keine Leuchtmasse, ist nicht für die Nacht geeignet. Aber das würde ich bei einem Dresser auch nicht zwingend erwarten. Für mich ist das eine Uhr, die auch aus dem Gesamtportfolio von Bruno Söhnle heraussticht, weil sie ein Dresser ist, aber ein schlanker Dresser. Die anderen Uhren von Bruno Söhnle, insbesondere die dressigeren Uhren, sind doch entweder breiter oder höher. Und hier haben wir eine Uhr in einer relativ klassischen Dimension, was die Breite von 42 mm und die Höhe von 12 mm betrifft. Andere Uhren von Bruno Söhnle fallen da doch deutlich aus dem Rahmen. Ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr über die Uhr denkt. Mir gefällt sie sehr gut. Ansonsten bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.